Freunde, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, und heute habe ich einen Gast bei mir. Liebe Nadja, möchtest du dich ganz kurz selber vorstellen? Nadja macht den gleichen Beruf wie ich auch, und ich würde sagen, ich gebe einfach mal das Mikrofon rüber zu Nadja. Nadja, stell dich mal selber kurz vor. Hallo, mein Name ist Nadja Machauer, ich komme aus Linkenheim und ich bin Personal Trainerin, habe im September jetzt mein drittes Jahr gehabt und folge dir ganz, ganz eifrig auf Instagram und höre mir auch ganz, ganz oft deine Podcasts an und will immer mehr dazulernen. Ja, dazulernen, das ist natürlich klar eine Grundvoraussetzung, dass man besser wird, wenn man besser werden will, wovon ich immer ausgehe bei den meisten. Bei Nadja gibt es eine sehr interessante Geschichte, und diese interessante Geschichte finde ich, dass es wert ist, dass man die erzählt, weil es draußen eben ganz viele Menschen, vorrangig Frauen, gibt, die mit dieser Thematik zu tun haben. Und die Thematik, da geht es ums Essen, logischerweise, meistens um die Figur, um Essverhalten, und ich würde sagen, da gebe ich jetzt wieder kurz an die Nadja rüber, dass du mal vielleicht kurz die Erläuterung machst, um was geht es da tatsächlich? Also im Prinzip geht es darum, dass man ein gestörtes Essverhalten hat und auch ein gestörtes Verhalten gegenüber Sport hat. Das heißt, dass man isst aus Zwang oder gar nichts isst und auch nur Sport macht, um Kalorien zu verbrauchen und zu verbrennen, anstatt dass der Spaßfaktor auch irgendwo da ist. Dass halt auch man Sport macht, weil man sich danach wohlfühlt, weil man sich fit fühlt, weil man Mobilität trainiert hat und die Kraft trainiert hat. Und das ist irgendwie alles so Zwang geworden. Bei mir war es selber so, und ich habe tatsächlich Essen als Feind gesehen. Deswegen habe ich entweder gar nichts gegessen oder einfach nur das, was halt gerade momentan in war und im Trend war. Und Hauptsache schlank und dünn zu werden. Ja, du hast gerade so. Wenn vielleicht zusagen, du hattest eine Essstörung. Ich hatte tatsächlich eine Essstörung, ja. Okay. Also ich muss dazu sagen, deswegen auch dieses Video, weil die Nadja hatte eine massive Essstörung, und da geht es einfach mal darum, ich selber hatte noch keine, deswegen als Coach kannst du es nur anhören, und wichtig ist auch mal hinter die Kulissen zu schauen. Warum entsteht sowas überhaupt? Es gibt natürlich draußen ganz viele Ladies, nicht ganz viele, ich würde mal sagen, so 20% von den Damen, die ich bis jetzt beraten, hatten eine leichte Essstörung, davon vielleicht nochmal 5% mit einer starken Essstörung. Und da ist immer wieder interessant auch rauszufinden, warum entsteht sowas überhaupt? Und vor allem, wie kann man sowas vermeiden, beziehungsweise wie erkennt man sowas am allerbesten, ab wann es überhaupt eine Essstörung ist? Denn manche denken, nö, das ist noch ein ganz normales Essverhalten, weil es ist schon eine Essstörung. Deswegen würde ich sagen, lassen wir die Nadja nochmal reden und einfach mal, Nadja, von deiner Seite her, nochmal reingehen, wann es angefangen hat und vor allem, ab wann du es bemerkt hast. Ob du es selber bemerkt hast, ob es jemand zu dir gesagt hat, dass vielleicht auch draußen Leute sind und sagen, ups, da gibt es schon Parallelitäten zu mir, aha, was kann ich dagegen tun, wie sollte ich vorgehen in Zukunft, dass es eben nicht sich ganz verfestigt, das Ganze. Ja? Okay. Also angefangen hat das Ganze, als ich so in die Modelschiene reingerutscht bin, weil man möchte ja natürlich, man vergleicht sich auch mit vielen und man vergleicht sich mit allen Models, und gerade die, die jetzt auch ein bisschen mehr Reichweite hatten oder ein bisschen mehr Jobs hatten, und man will halt unbedingt dünn, schlank sein, und das ging immer schneller und immer schneller. Da wollte ich eigentlich, dass man überall Knochen sieht. Okay. Ich wollte eigentlich ganz, ganz dünn sein und habe immer darauf geachtet, dass man auch meine Knochen sieht und auch meine Beckenknochen. Und das war dann so schlimm, dass ich jede Diät auch angefangen habe. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, weil eine Bekannte da auch sehr, sehr viel abgenommen hatte. 800 Kalorien am Tag, Oh. Aber keine Kohlenhydrate. Nein, gar kein Fall. Kein Fall. Und das sah so aus mit Sauerkraut-Paprika-Eintopf. Also ganz, ganz furchtbar. Ich hatte auch Kopfschmerzen. Ich bin mittags nach Hause gekommen nach dem Arbeiten. Ich habe mich erstmal hinlegen müssen. Da ging halt Sport überhaupt gar nicht. Weder Laufen noch irgendein kleines Workout zu Hause. Da ging wirklich gar nichts. Und irgendwann mal hat meine Schwester, weil ich Gott sei Dank mit meiner Schwester zusammen gewohnt habe, gesagt, so,
ich koche dir jetzt eine Linsensuppe mit Spätzlen und das isst du jetzt. Und da habe ich dann bemerkt, okay, irgendwie, irgendwas stimmt bei mir nicht. Irgendwie habe ich da ein großes Problem und habe das auch Gott sei Dank schnell erkannt und habe auch nur ein Buch gelesen, um zu einem normalen Essverhalten wieder zu kommen. Und das hat mir so viel geholfen, dass ich da im Prinzip dann rausgekommen bin. Okay. Warum ich da überhaupt reingekommen bin, ist, weil ich keine Ahnung hatte. Okay. Ich hatte keine Ahnung von Ernährung, ich hatte keine Ahnung, was ich essen darf, wie viel ich essen darf, was ich auch essen muss, um eben auch zu einem schlanken Körper zu gelangen, wobei ich nie dick war. Ich war schon immer schlank, aber wenn du halt dieses Idealbild im Kopf hast, dünn, schlank, knochig und du nicht so aussiehst, bist du dick. Und so ist es bei allen so, auch bei den Teenagerzeiten. Und ich bin auch der Meinung, dass man gerade diese Ernährung schon ab der 5. Klasse, ja, ob Realschule, ob Gymnasium, ob Hauptschule, das beigebracht werden muss, dass man essen muss. Weil da fangen die Teenagerzeit an und da kommst du da rein, ich möchte dünn und schlank sein. Vielleicht einfach mal kurz von mir. Klar, du hast natürlich nicht genau gewusst, wie soll ich mich im Essen verhalten, dass ich schlank bleibe oder schlank werde, was auch immer. Die Frage ist aber für mich, du hast dich verglichen. Das heißt, es entstehen ganz oft solche Essstörungen anhand von Vergleichen. Man vergleicht sich. Und ich gehe mal davon aus, dass da Social Media mitverantwortlich war, dass man da eben einfach in Plattformen reinschaut und denkt, wow, wie sieht denn die aus? Krass. Die sieht viel besser aus wie ich. Boah, die hat viel mehr Fans wie ich. Boah, die hat viel mehr Kommentare wie ich. Die hat viel mehr Likes wie ich. So, und dann entsteht dieser Druck. Jetzt muss ich aber gucken, dass ich mindestens genauso gut werde wie die. Obwohl man nicht weiß, was sie dafür getan hat, wie viele Jahre diese schon tut, was sie da tut. Und dann entstehen solche Zwangsmaßnahmen, das sind Zwangshandlungen. Das sind dann Zwangshandlungen, das ist nichts mehr mit freiwillig zu tun. Und ruckzuck landet man dann in einer Essstörung mittendrin und wacht irgendwann auf und denkt, was tue ich da eigentlich? Schön ist, wenn man wieder aufwacht. Schön ist, wenn man eine Schwester hat, die einem darauf hinweist, dass da was schiefläuft. Und noch besser ist, wenn man selber erkennt, dass das, was man tut, eben nicht funktioniert. Und da möchte ich jetzt nur ganz kurz, bevor du wieder weitermachen darfst, was zum Thema Social Media sagen. Wir dürfen nie vergessen, dass die Models, die da aktiv sind, die sehen nicht das ganze Jahr so aus, nee, sondern die machen im Jahr 2-3 Mal eine Shooting-Phase von ein paar Tage, kosten Schweinegeld und dann machen die Tausende von Bildern. Sei es irgendwo in der Südsee, sei es irgendwo im Fitnessstudio, in Top Shape und jetzt werden die Bilder übers ganze Jahr gestreut. Mhm. Das heißt, die machen im Jahr 2-3 Einheiten, haben dann eine richtig klasse Form, sie werden fotografiert, die Bilder werden bearbeitet per Photoshop, weil die leben davon. Ja. So, und jetzt werden die das ganze Jahr gestreut und jeder bekommt den Anschein, boah, die sehen das ganze Jahr so aus, die sind das ganze Jahr so in Shape. Und dann denke ich selber, aber wie sehe ich aus? Es gibt ja gar nicht, dass ich das nicht schaffe. Und dann entsteht dieser Druck, dieser Öffentlichkeitsdruck, der letztendlich aber nicht von der Öffentlichkeit gemacht wird, von einem selber. Weil keiner sagt zu einem, du musst, oder die anderen sagen nichts und du musst so aussehen, okay, sondern man fängt an, durch diese Vergleicherei zu gucken, das muss ich erreichen. Und genau dann entstehen diese Zwangshandlungen, sei es im Essverhalten, sei es auch im Bewegungsverhalten. Ich habe auch Coaches zum Teil, die in der Woche 7x2 Stunden ins Fitnessstudio gehen und dazu viel zu wenig essen, viel zu wenig schlafen und letztendlich funktioniert es nicht. Und deswegen war mir es jetzt auch wichtig, dass man genau über dieses Thema ein Video macht, um da auch Aufklärungsarbeit zu leisten. Denn man sollte immer daran denken, dass das Stärkste Warum nicht der Spiegel sein sollte und auch nicht die Waage, denn die sind kein starkes Warum, sondern das Stärkste Warum sollte immer die Gesundheit sein. Und ich glaube, du hast selber gerade gesagt, du warst nicht mehr leistungsfähig, du konntest nicht mehr groß Sport machen, du hattest Kopfschmerzen, du musstest dich hinlegen und das hat nichts mit Fitness zu tun. Und zwar gar nichts, sondern nichts mit Gesundheit. Deswegen jetzt nochmal von meiner Seite aus, erklär uns mal, wie war denn da so ein Tagesablauf? Da, wo du voll in der Phase warst, ganz wenig gegessen hast, vor allem halt auch, was hast du da den ganzen Tag gedacht? Weil interessant ist immer, was macht in der Phase unser Gehirn? Weil unser Verhalten wird vom Gehirn gesteuert. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwas machen, einfach so, sondern weil wir was denken dabei. Und da ist immer interessant, was hat man in der Phase gedacht? Und vor allem,
Welche Gedanken haben sich in der Phase immer wieder wiederholt? Also mein Tagesablauf lief tatsächlich so ab, dass ich morgens, glaube ich, gar nichts gegessen habe, damit ich mittags und abends mehr von dem essen kann, was ich schon essen kann. Okay. Und mittags habe ich mir dann meistens so eine Gemüsepfanne gemacht und abends dann so einen Eintopf. Meistens immer das Gleiche, weil das war natürlich das Einfachste, wie sich jetzt nochmal dran hinzusetzen und zu denken, boah, was kann ich jetzt noch alles essen? Und meine Gedanken... Erklär mal gerade kurz, was war mittags da drin? Was hast du da gegessen? Was war es denn genau? Ich habe tatsächlich so Tomaten reingemacht. Okay. Ich habe Zucchini mit reingemacht. Mhm. Und das habe ich meistens so krass gewürzt mit Zwiebeln und Knoblauch, dass ich wenigstens ein bisschen Geschmack habe. Natürlich keine Kartoffeln, keine Karotten, kein Blumenkohl, kein Brokkoli. Das ist alles viel zu viel gewesen. Wirklich sehr, sehr eintönig auch. Keine Abwechslung, nichts. Hast du auch keinen Fisch dabei gehabt? Nein. Kein Hühnchen, nichts dabei gehabt? Nein, habt ihr das jetzt um Gottes gehört? Willen. Kein Protein, auf gar keinen Fall. Vielleicht war es auch nur ein Salat, den ich dann mittags gegessen habe. Okay. Aber das war's. Wie gesagt, keine Proteine, keine Kohlenhydrate, Makronährstoffverteilung gleich null. Okay, und abends das gleiche nochmal, die gleich ähnlich. Genau, aber dann warm habe ich dann eben Sauerkraut mit Paprika-Eintopf gemacht. Auch mit Zwiebeln und alles Mögliche gewürzt. Kein Fett dazu, nichts? Nein. Kein Fett? Nein. Also nochmal vielleicht dazu, für alle, die jetzt gerade zuhören, keine essentielle Nährstoffe. Das heißt, Fette, die wir dringend brauchen, nicht, nada. Und auch kein Protein, was wir auch dringend brauchen. Das waren nur Ballaststoffe letztendlich. Es war Gemüse mit relativ niedriger Energiedichte, also in Form von Kohlenhydrate, niedrige Energiedichte. Super wenig Fett. Wie lange hast du es durchgezogen? Ich habe es 2 Wochen durchgezogen. Okay. Und dann kam ich wirklich dazu, dass ich gesagt habe, also ich konnte ja auch selber nicht mehr, ich konnte gar nichts mehr. Mhm. Ich habe es dann auch eingesehen, als meine Schwester das dann gesagt hat. Also mein ganzes Umfeld hat es gesagt. Mhm. Meine Familie hat immer gesagt, Nadja, hör doch mal auf. Mhm. Ich habe es aber nie wahrhaben wollen, dass ich wirklich in so eine Schiene jetzt reingerutscht bin und jetzt wirklich da mittendrin bin und doch ein Problem habe. Vom Gesamtzeitfenster, wie lange warst du da drin in dieser Szene? Ein Dreivierteljahr bestimmt. Okay. Dreivierteljahr hast du dann mehr oder weniger auch immer gehungert? Ja. Okay. Ja. Jetzt ist wichtig, weil ausschlaggebend, was wir tun, ist unser Gehirn. Was hast du denn immer, wenn du mal drüber nachdenkst, weil wenn man mal genau reinguckt, wir können ja bis zu 60.000 Gedanken am Tag produzieren. Davon sind 8.000 bis 10.000 Gedanken wertvoll, die brauchen wir auch, aber die restlichen Gedanken brauchen wir eigentlich gar nicht, aber unser Gehirn macht es trotzdem. Und interessant ist, von diesen übrig bleibenden 50.000 gibt es ein Muster, das immer die gleiche sind. Was waren denn da immer den ganzen Tag Gedanken? Denk mal drüber nach oder weißt du? Ich weiß es ganz genau, okay. Und zwar habe ich immer dran gedacht, den ganzen Tag über, wie locker sitzt die Hose. Umso locker die Hose gesessen ist, umso besser habe ich mich gefühlt. Ich habe mir auch nie Klamotten in meiner Größe dann gekauft. Mhm. Ich wollte dann immer die zu große eine Klamotte, damit ich sehe, ich bin dünn. Okay. Und wie oft hast du daran gedacht? Ständig? Den ganzen Tag. Ständig. Ständig. Ja. Also wenn ihr jetzt wieder seht, ausschlaggebend übers Verhalten ist immer unsere Denkweise. Und da war es bei der Nadja so, dass sie den ganzen Tag nur darüber nachgedacht hat, ständig darüber nachgedacht hat, sind die Hosen weit genug. Anhand von diesem Gefühl hat sich entweder wohlgefühlt oder nicht wohlgefühlt. Hättest du eine engere Hose angezogen, hättest du nicht wohlgefühlt. Erkennt ihr daran was? Das ist schon krass, wie wir Menschen ticken. Wie wir Menschen ticken und vor allem, woher kommt das Ganze? Das Ganze kommt daher, weil wir uns letztendlich immer wieder vergleichen. Es ist völlig wurscht, ob das Männer oder Frauen sind. Bei Frauen ist es die Figur. Bei Frauen ist es der Körper, die Figur. Bei Männern ist es das Auto. Bei Männern ist es das Auto, bei Männern ist es, keine Ahnung, die Uhr, die teure oder der teure Anzug. Und so haben wir immer diese Vergleiche. Einerseits ist ja okay, wenn wir ins Tun kommen, aber diese Gratwanderung, ab wann wird es zu viel, ab wann verliere ich die Kontrolle über alles, das ist interessant. Und deswegen, ja, vergleichen ja, aber besser wäre es, einen Vergleich zu suchen, der passt. Denn wir gehen jetzt einfach mal so in die Model-Szene. Jetzt haben wir ein Model. Das Model arbeitet seit 6, 7 Jahren, hat von Natur aus optimale Voraussetzungen. So, und jetzt kommt jemand, wir nehmen die kleine Nadja. Die Nadja kommt und sagt, ja, aber so möchte ich jetzt auch aussehen. Und zwar pronto, und zwar sofort. Man hinterfragt da nicht, ja, wie lange macht die andere das, sondern man vergleicht und sagt, das muss jetzt bei mir genauso sein. Und dann entsteht dieser Druck. Und dieser Druck führt dazu, dass man Dinge macht, die nicht gesund sind. Im Nachhinein,
wenn die Nadja heute drüber nachdenkt, denkt sie, was habe ich da gemacht? Wie konnte ich überhaupt? Man muss ja auch dazu sagen, dass man sich auch immer fragen muss, wie bin ich denn selber von der Statur her? Ich werde niemals so schlank wie meine große Schwester zum Beispiel, weil ich von der Statur her, ich habe immer stramme Oberschenkel, schon immer gehabt, und die kriege ich nicht dünn, die kriege ich auch nicht so schlank wie meine Schwester. Das muss man sich auch immer hinterfragen. Ich würde niemals so aussehen können wie Heidi Klum, weil ich einfach... Das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist eine wichtige Aussage. Das ist die Akzeptanz seiner selbst. Weil wir haben natürlich alle eine Grundvoraussetzung, und das ist eine genetische Grundvoraussetzung. Das ist bei mir zum Beispiel, dass meine Beine etwas kürzer sind wie mein Oberkörper, dass ich schmale Schlüsselbeine, die kann ich nicht ändern. Nee. Daran Keine Diät kann das. So, ihr Lieben, wir hatten einen kleinen Break, einen kleinen technischen Defekt. Das heißt, die Batterie war leer. Obwohl sie vorher angezeigt hat, dass sie voll sein sollte, hat es doch nicht geklappt. Eigentlich dachte ich, komme heute mal fehlerfrei durch. Aber das ist halt die Realität. Und wir hatten es gerade eben, dass es keine Diät gibt, die deine Beine länger machen kann. Ne? Oder deine Statur verändern kann. Und nochmal zum drüber nachdenken. Erst wenn wir uns selbst akzeptieren, so wie wir sind, werden wir das nötige Potenzial haben, weiter an uns arbeiten zu können. Wenn wir das nämlich nicht machen, immer nur nach unseren Fehlern gucken, nach dem, was nicht funktioniert, nach dem, was nicht so ist, wie wir uns vorstellen, rauben wir uns selbst die Kapazität und die Energie übers Gehirn. Denn wir sind dann nur in den Bereichen, was nicht funktioniert, was nicht so ist, wie wir es uns vorstellen. Ich würde sagen, ich gebe nochmal zur Nadja rüber, und wir hatten es auch darüber gerade gehabt, wie du dich ernährt hast, was du getan hast, wie der Tagesablauf war. Du warst ein Dreivierteljahr in der Szene, es war die Modelszene, weil die Nadja hat wunderschöne Tätowierungen, du warst ein Tattoo-Model, ne? Und durch diese Szene ist sie da überhaupt reingerutscht und natürlich durchs Vergleichen. Ich würde sagen, mach doch einfach nochmal für die Leute da draußen, wie bist du auch wieder da rausgekommen. Wie hast du es geschafft, letztendlich den Kopf aus der Schlinge zu ziehen? Es war sehr, sehr schwer natürlich. Es war ein langer Weg, aber ich bin da dann auch schnell wieder rausgekommen, weil sowas ist auch extrem anstrengend. Mhm. Es ist furchtbar anstrengend für dich selber, weil du dir, das ist das Erste, was du denkst, wenn du aufstehst, und das Letzte, an was du denkst, bin ich schlank genug fürs nächste Shooting. Mhm. Okay. Bist du so schlank wie jetzt das andere Model, was du jetzt gesehen hast? Das Bild ist so geil. Auch wenn es Photoshop gibt. Man vergleicht sich dann trotzdem, auch wenn dann mal ein Fettpölzerchen von Photoshop, man denkt, wow, wie kann die so gut aussehen? Man muss halt auch daran denken, dass auch in der Fotografie das Model verändert wird und nicht immer so aussieht, wie du auch vorhin gesagt hast, wie auf jedem Bild. Und ich bin müde geworden und ich hatte auch keine Kraft mehr, und ich habe dann irgendwann mal selber zu mir gesagt, Nadja, vielleicht solltest du dich einfach jetzt mal so akzeptieren, wie du bist, und dich nicht immer mit deiner Freundin wieder dünn vergleichen oder und dann bin ich da eben daraus gekommen. Ich habe ein gutes Buch gelesen. Mhm. Sag ruhig mal den Titel. Was ist das? Intuitiv abnehmen. Intuitiv abnehmen. Genau, okay. Beschissener Titel, weil es nichts mit Abnehmen zu tun hat. Okay. Man kommt da eben in normales Essverhalten wieder rein, dass man auch essen sollte, wenn man verspürt, man hat Hunger. Mhm. Und wenn man verspürt, man ist satt, dann sollte man auch aufhören, auch wenn noch was auf dem Teller ist. Es war sehr schwierig, und es ist auch mit Sicherheit schwierig für manche Menschen, die nichts auf dem Teller lassen können. Aber so lernst du es, dass du einfach wieder normal isst und du dir auch Sachen gönnst, dir nichts verbietest, weil wenn du dir was verbietest, hast du umso mehr Bock drauf. Kennt, glaube ich, jeder von uns. Und das habe ich dann auch tatsächlich ganz gut gemacht, und ich habe mich sehr schnell sehr wohl gefühlt in meiner eigenen Haut und habe dann einfach, ich war frei. Ich war schon irgendwie frei und hatte dieses Zwanghafte auch nicht mehr, und ja. Ich würde sagen, du hast gerade was gesagt, ich hatte diesen Zwang nicht mehr, und das sollte man immer überprüfen. Ob das, was man tut, noch Spaß macht. Eben. Oder ob es schon eine Zwangshandlung ist. Das heißt, ich muss unbedingt heute nochmal in Sport. Ich muss jetzt unbedingt
das nicht essen. Ich darf das und das nicht essen. Ist es noch freiwillig oder es steckt hinten dran ein Zwang? Und das ist für mich so die erste Erkenntnis, wenn das, was wir tun, nicht mehr diesen Spaßfaktor hat, was es haben könnte, sollte, und wir uns gezwungen fühlen, etwas zu tun, dann haben wir schon einen Schuh in der Tür, dass das, was wir tun, nicht mehr gesund ist. Und alles, was wir tun, ob das jetzt Essen ist, ob das Sport ist, sollte immer unter den Aspekten laufen, dass es Spaß macht und dass es für unsere Gesundheit richtig ist. Und ich denke, da draußen gibt es ganz, ganz viele, die jetzt was gehört haben. Vielleicht der ein oder andere, wo sagt, ups, ich habe mich jetzt schon ein Stückchen erkannt. Ich tue schon, ich vergleiche mich mit Leuten, mit denen ich mich nicht vergleichen sollte. Ich tue schon was in Form von Sport, was gar keinen Spaß mehr hat, um irgendwas zu erreichen, um mich mit irgendjemandem zu messen. Und wenn ihr das fühlt da draußen, dann würde ich sagen, dann habt ihr ein Thema, daran könnt ihr arbeiten. Und da ist es ganz gut, wenn man sich Gleichgesinnte sucht, Gleichgesinnte, die es vielleicht schon erlebt haben und Menschen, die da letztendlich drin waren und einen Weg gefunden haben, wieder ein gesundes Verhältnis im Körper aufzubauen. Und die Nadja, die findet ihr bei Facebook? Facebook, Instagram. Ja, Facebook, Instagram findet ihr sie. Dann wir machen einfach unter diesen YouTube den Link drunter von der Nadja. Da könnt ihr sie ansprechen. Sie ist ein Ansprechpartner. Sie arbeitet im Raum Karlsruhe. Also wenn ihr aus dem Raum Karlsruhe kommen solltet, habt einen direkten Ansprechpartner zu dem Thema. Ich persönlich bin Ernährungsberater, ich kann in der Ernährung helfen, aber, jetzt kommt das große Aber, ich hatte noch keine Essstörung. Und ich sage immer, Menschen, die sowas hatten und einen Weg gefunden haben, da rauszukommen, die können einem da hervorragend helfen. Und deswegen, also wenn ihr jetzt feststellt, ja, ich könnte Hilfe brauchen zum Thema Sport, zum Thema Fitness, dann habt ihr bei der Nadja einen guten Ansprechpartner und könnt euch an sie wenden. Ich würde sagen, das war soweit mal ganz gut. Sicherlich könnten wir noch stundenlang drüber reden, aber jetzt machen wir einfach Folgendes. Ihr schaut euch den Film an und wenn ihr sagt, das war interessant, da würde ich noch gerne mehr drüber erfahren, dann schreibt es einfach unten in die Bemerkungen rein und dann werden wir sicherlich nochmal die Zeit finden, nochmal tiefer in dieses Thema zu gehen. Okay, jetzt gebe ich nochmal zur Nadja rüber. Sie hat vielleicht auch noch ein bisschen was zu sagen. Genau, nochmal an alle, die sich vielleicht angesprochen fühlen. Überlegt mal ganz genau, warum geht ihr morgens ins Fitnessstudio oder joggen oder warum esst ihr das, was ihr isst? Weil ihr euch gut fühlen wollt und weil ihr eurem Körper was Gutes tun wollt oder weil es halt jeder so macht. Und das ist ganz, ganz wichtig und wie gesagt, gerne schreiben und unter die Kommentare drunter schreiben, wenn man tiefer reingehen soll. Und vielen Dank auch für die Einladung. Sehr gerne. Das war, also wir haben kein Drehbuch gehabt, nichts, sondern wir haben uns einfach mal kurz getroffen, um das Thema anzuschneiden von der Nadja. Vielleicht abschließende Worte noch von mir dazu. Wie ihr gehört habt, ist immer dieses Vergleichen, Bewerten. Social Media ist ein großes Thema. Denn wir sind damit behaftet, wachsen in dieser Generation auf. Die Generation, die viel mit Social Media zu tun hat, viel mit Bildern, mit Bewerten, mit Erfolg, mit Schönsein. Und da ist meine Bitte, dass ihr mit diesem Thema sensibel umgeht. Wenn ihr vielleicht in eurem nahen Umfeld jemand habt, wo ihr sagt, wow, das, was ich jetzt gehört habe, betrifft zwar nicht mich, aber eine Freundin, ein Freund hat damit zu tun, dann scheut euch nicht, das Thema anzusprechen. Denn ganz oft befinden sich die Menschen, die damit zu tun haben, so in so einem kleinen Käfig. Die finden keinen Ausweg. Für die ist es völlig normal, dass es so ist. Der Außenstehende findet es nicht normal. Oftmals traut man sich, nichts zu sagen. Traut euch. Traut euch, was zu sagen. Traut euch, ein Gespräch anzugehen. Denn, ja, wie auch bei der Nadja, die Schwester hat es richtig gemacht. Und hat einen Anschubser gegeben. Man muss aber trotzdem selber drauf kommen. Ja, also, klar. Man kann von außen anschieben, kann
mal sich wünschen, denn müssen ja gar nichts. Also wenn ihr da Druck ausübt, das funktioniert nicht bei diesen Menschen, sondern ihr könnt einen Wunsch aussprechen, könnt sagen, du liebe, ich rede jetzt mal von Nadja, liebe Nadja, das war eine Schwester, was gesagt hat, liebe Nadja, ich wünsche mir von dir, dass du heute, sie hat zu dir Muss gesagt. Muss ist natürlich kein gutes Wort, aber bei dir hat es funktioniert. Ja. Am besten ist, ihr wünscht euch von eurem Partner oder von dem, was ihr kennt, und sagt, du mach dir mal Gedanken drüber, dass das, was du gerade tust, wirkt auf mich nicht so, als ob es entspannt wäre, das wirkt auf mich nicht so, als ob es gesund wäre. Und dann findet ihr vielleicht einen Zugang und dann habt ihr... Und derjenige kommt dann selber drauf und denkt sich, irgendwie... Irgendwas läuft da tatsächlich schief. So, das waren abschließende Worte, ihr Lieben. Und wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Und wie schon erwähnt, wenn ihr sagt, das Thema war geil, unten in die Bemerkung reinschreiben. Wir werden dann nochmal einen Video drehen und werden detailliert auf eure Fragen eingehen. So, jetzt wünschen wir bei allem, was ihr tut, viel Spaß und ganz viel Erfolg. Tschüss. Ciao.